Königreich für Kassettenkinder. Globi, Rospeli und Co. lassen auch heute noch von sich hören. Im wahrsten Sinne des Wortes. Über die Faszination Hörspiele, was sie so einzigartig macht und warum nicht nur Kinder von ihnen in den Bann gezogen werden. Ein Text von Claudia Hottiger. Sind alle da? Ja? Super! Und wenn Sie Rospelis Worte gerade in Ihre Kindheit zurückversetzen, dann sind Sie damit nicht allein. Hörspiele waren und sind immer noch für viele die erste Berührung mit Medien und begleiten unzählige Hörerinnen und Hörer sogar bis ins Erwachsenenalter. Entweder weil sie selber Kinder haben oder weil sie auch heute noch gerne zu einer Geschichte aus ihrer Kindheit einschlafen. Auch deshalb werden immer noch fleißig Hörspiele produziert und alte Klassiker weitergeführt oder neu aufgelegt. Um gewisse Titel brach in den vergangenen Jahren sogar ein regelrechter Hype aus. So werden die Sprecher der deutschen Krimi-Hörspielreihe Die drei Fragezeichen fast wie Rockstars gefeiert und touren mit Live-Hörspielen durch die Arenen der deutschsprachigen Welt. Vergangenes Jahr lockten sie fast 10.000 Fans ins Zürcher Hallenstadion. Vom Krieg ins Kinderzimmer. Ursprünglich hatten Hörspiele noch nichts mit lustigen Kasperli-Theater und spannenden Detektivgeschichten zu tun. Ihre Geburtsstunde wird nämlich auf den Ersten Weltkrieg datiert. Ute Holl, Professorin für Medienwissenschaft, sagt: Im Ersten Weltkrieg nutzte der Offizier Hans Bredow den Funk, um Nachrichten und Musik in die Schützengräben zu senden. Die Medienwissenschaftlerin forscht an der Universität Basel unter anderem zur Geschichte von auditiven und audiovisuellen Medien. Der Begriff selbst kommt von Friedrich Nietzsche. Dieser nannte die Oper von Richard Wagner Hörspiele, weil man dazu halluzinieren konnte, so Holl. Und das ist genau das, was Hörspiele ausmacht. Ute Holl sagt: Man hört nur, sieht jedoch nichts und stellt sich dabei eine Welt vor. Bis Ende des 19. Jahrhunderts gab es nur das Buch, durch das sich eine solche Fantasiewelt eröffnete. Ute Holl sagt: Ungefähr um 1900 kommt es zu einer Trennung der Seh- und Hörwelt. Zum Beispiel durch Stummfilme oder das Radio. In dieser Zeit entstanden auch die Hörspiele. Sie waren zu Beginn an das Radio geknüpft und fast ausschließlich an Erwachsene gerichtet. Der zuvor genannte Hans Bredow wurde 1923 zum ersten Intendanten des Radios in Deutschland. Bis Hörspiele in die Kinderzimmer wanderten, ging es eine Weile. Ute Holl erklärt: Die ersten Kinderhörspiele entstanden in den späten 1950er und frühen 60er Jahren. Das ist kein Zufall, denn ihre Entwicklung ist eng mit einem Medium verbunden, das 1963 den Markt eroberte: die Kompaktkassette. Sie ist das erste Kinderzimmermedium, so Holl. Weil Kassettenrekorder im Gegensatz zum Plattenspieler nicht in der Stube, sondern im Kinderzimmer standen. Die Kleinen konnten die Geräte ganz leicht selbst bedienen, ein Hörspiel einlegen, einschalten und wieder zurückspulen. Und das, ohne dass sie Angst haben mussten, etwas kaputt zu machen. Bis auf den obligaten Bandsalat vielleicht. Kinder konnten sich zudem während des Hörens bewegen und dazu spielen. Was bis heute Hörspiele von anderen Medien wie etwa dem Film unterscheidet. Beim Schallplattenhören mussten sie still sitzen, weil sonst die Nadel hüpfte. Die Hörspiele, die zuerst auf Schallplatten rauskamen, wurden deshalb fast nur noch auf Kassette produziert. Somit prägten Hörspiele und Kassetten von da an so stark den Alltag der Kinder, dass die Fachliteratur die um die 1970 Geborenen als Generation der Kassettenkinder bezeichnet. Das autonome Kinderzimmer. In Zeiten der Digitalisierung sind Kassettli nicht mehr das bevorzugte Medium. Wie Musik werden Hörspiele heute gestreamt oder als CD gehört. Doch ihre Nutzung bleibt dieselbe. Kinder hören ihre Hörspiele für sich oder gemeinsam mit anderen Kindern in ihrem Zimmer. Die Erwachsenen bleiben meist draußen. Ute Holl sagt: Hörspiele sind eng mit einem autonomen Kinderzimmer verknüpft oder mit dem Auto. Denn früher wurden Hörspiele außerhalb des Kinderzimmers oft nur noch auf dem Weg in die Ferien gehört
Da ausnahmsweise gemeinsam mit den Eltern. Ganz nach dem Motto Kassette rein und nach 10 Dra-Dra-Tralala war die Familie im Tessin. Doch ob daheim oder im Auto. Friederike Thielemann, Professorin für Medienpädagogik, sagt, eine Hörgeschichte ist dann zu genießen, wenn sie in einem entspannten Rahmen gehört wird, in dem man nicht ständig unterbrochen wird. Die Erziehungswissenschaftlerin lehrt an der Pädagogischen Hochschule Zürich Medienpädagogik. Sie weiß auch, was ein gutes Kinderhörspiel ausmacht. Hörgeschichten sollen die Themen und Fragen der Kinder aufgreifen, neue Blickwinkel eröffnen, Empathie ermöglichen, zum Nachdenken und Weiterdenken anregen und sie auch mal zum Schmunzeln bringen. Es sei wichtig, dass Kinder sich in unterschiedliche Charaktere hineinversetzen können. Auch herausfordernde Themen wie Krankheit, Einsamkeit und Tod müssen nicht ausgespart werden. Friederike Thielemann sagt, es gibt sehr gute Hörproduktionen, die auch solche Themen behandeln, ohne die Kinder zu überfordern. Hörgeschichten können Emotionen ansprechen. Deshalb sind gute Sprecherinnen und Sprecher entscheidend. Friederike Thielemann: Ich persönlich finde, dass Kinderrollen in Hörspielen zwingend von Kindern gesprochen werden müssen. Dies sei authentischer. Erwachsene sollten der Expertin zufolge keine Kinderstimmen mit hoher Stimme imitieren. Hörgeschichten sollen die Kleinen ernst nehmen und ihnen eine Welt eröffnen, sie aber nicht von oben herab belehren. Für Kinder sei es zudem wichtig, dass die Geschichte ein gutes Ende hat, auf das sie sich bereits während des Hörens verlassen könnten. Stimmen, der Rahmen, die Geschichte und die Altersfreigabe können gute Hörspiele so die Fantasie anregen, das Zuhören der Kinder schulen und sie in neue Erlebnis- und Sprachwelten eintauchen lassen. Friederike Thielemann sagt, es ist jedoch ebenfalls in Ordnung, wenn eine Geschichte einfach nur witzig ist und Vergnügen bereitet. Eine gute Zeit zu haben ist schließlich in jedem Alter etwas Schönes und tut uns allen gut. Der heile Weltfaktor. Die Erziehungswissenschaftlerin weiß, Kinder hören gerne immer wieder dieselbe Geschichte. Das sei nicht nur beim Hörspiel, sondern auch beim Vorlesen so. Bei einer bekannten Geschichte kann man sich auch mal gruseln, wenn man weiß, dass es gut endet. Thielemann: Kinder können dadurch ihre eigene Angst als beherrschbar erleben. Sie können sich auf die Geschichte und die hervorgerufenen Gefühle einlassen, weil sie wissen, dass sie wieder emotional aufgefangen werden. Auch viele Erwachsene hören gerne Hörgeschichten, speziell solche, die sie seit ihrer Kindheit in- und auswendig kennen. Vor allem, wenn es uns emotional nicht gut geht, kann es sein, dass wir gerne in eine vertraute Sicherheit eintauchen. So Thielemann. Bei der erfolgreichsten Hörspielreihe im deutschsprachigen Raum, die 3 Fragezeichen, sind heute rund 50% der Hörerinnen und Hörer zwischen 20 und 40 Jahren alt. Und jedes Jahr kommen neue Folgen raus. In diesem Fall versteht auch Friederike Thielemann, die sich ja eigentlich für Kinderstimmen in Hörspielen einsetzt, dass erwachsene Männer die Jungen sprechen. Weil es seit Beginn dieselben sind, erfreuen sich Erwachsene speziell an diesen Stimmen. Da geht es wieder um das Vertraute, so Thielemann. Doch der Erfolg hat ebenso mit den Geschichten zu tun. Detektivgeschichten funktionieren laut Ute Holl so gut, weil sie uns auf Spurensuche schicken. Sie fordern uns auf, rauszugehen. Dies sei nicht nur für Kinder ermutigend. Deshalb stellt sie die Hypothese auf, dass wir gerade diese Hörspiele so mögen, weil wir zur guten alten Spurensuche zurück wollen, wo man noch rausfinden konnte, wer die Schurken sind, so Thielemann. Trotz der ganzen Retro-Romantik sollten Eltern laut der Erziehungswissenschaftlerin Friederike Thielemann nicht einfach gedankenlos ihre alten Kassettli an ihre Kinder weiterreichen, sondern sich mit Abstand Gedanken dazu machen, welche Werte oder Stereotype darin vorkommen. Ich finde es gut, dass wir heute mehr auf solche Themen achten und uns mit den Inhalten genauer auseinandersetzen, so Thielemann. Deshalb sollte man sich auch bei Geschichten, die man früher gemocht hat, fragen, ob man diese heute noch seinem Kind empfehlen möchte. Doch ob sie nun von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen gehört werden, Hörspiele lassen uns nicht nur in Erinnerungen schwelgen oder in Fantasiewelten eintauchen.
Wir können uns in fremde Situationen einfühlen, ohne dass etwas tatsächlich passiert. Oder wie es Friederike Thielemann sagt, Hörspiele ermöglichen es, die Welt mit einem Sicherheitsabstand zu erleben. Und genau deshalb werden sie nicht so schnell in der Versenkung verschwinden. Und deswegen sind wir eben immer noch alle da. Ja? Ja.